Die Maya-Kampagne beginnt mit einer halben Siedelmission. Ein Botschafter der Wikinger ist unterwegs und da die Mayas mal wieder alles, was sie nicht kennen, für Götter halten, wollen sie ein großes Fest ausrichten. Dazu müssen wir hier 25 Brote, Fische, Fleischkeulen und Tequila einlagern, bevor der Botschafter eintrifft. Die Fähre muss leider durch gefährliche Gewässer. Der blaue Spieler hat eine Siedlung im Süden mit Feuerspeiern an dieser Engstelle. Grün bewacht einige Feuerspeier, hat aber keine eigene Siedlung und die Feuerspeier stehen tatsächlich in keiner Position, um irgendwas angreifen zu können. Diese Gruppe hier können wir also komplett ignorieren. Gelb hat 4 Türme mit einigen Feuerspeiern in der Nähe der Kartenmitte, die wir auf jeden Fall zerstören müssen. Das gleiche gilt für die Feuerspeier im Norden, denen wir auf dem Weg zu Gelb begegnen. Die erste Fähre ist leider dem Tode geweiht. Zwar sollte es möglich sein, sie zu retten, aber dann hat er nicht annähernd genug Zeit, die Vorräte anzulegen. Die zweite Fähre wird die Feuerspeier des blauen Spielers umfahren. Es müssen also nur noch die des gelben Spielers und die im Norden zerstört werden. Die potenziell gefährlichste Operation der Mission ist also unnötig. Der Berg in eurer Siedlung enthält üppige Vorkommen an Kohle, Eisen, Gold und Stein für seine Größe, aber wir werden tatsächlich keine einzige Mine bauen. Beginnt mit dem Bau eines mittleren Wohnhauses. Ihr startet mit sehr wenigen Siedlern, also macht nichts anderes, bevor dieses Haus fertig ist. Danach könnt ihr eure Bautrupps vervollständigen, ein zweites Wohnhaus bauen und anfangen, für Nahrung zu sorgen. Dafür brauchen wir eine Fischerhütte, ein Wasserwerk, einen Jäger, 2 Getreidefarmen, eine Mühle und eine Bäckerei. Ziegenzucht und Metzgerei können etwas später folgen. Beginnt außerdem Richtung Süden zu expandieren, um die Wüste zu erreichen. Der Jäger wird im Laufe des Spiels ein paar Mal wandern. Denkt daran, dass ihr beim Abriss noch eine zusätzliche Fleischkeule erhaltet, wenn der Jäger mindestens ein Tier erlegt hat. Sobald ihr genug Brot habt, stellt ihr die Mühle und die Bäckerei auf Pause. Damit die Lager nicht volllaufen, solltet ihr auch Metzgerei und Fischerhütte pausieren, sobald sie ihr Ziel erreicht haben. Denkt daran, dass die Waren auch tatsächlich im Bereich um die 3 Lager sein müssen. Ich habe mit 4 Agavenfarmen und 2 Destillen gearbeitet, aber die Hälfte sollte auch genügen. Die zweite Fähre erscheint zur 31. Minute und wird weitere 20 brauchen, um ihr Ziel zu erreichen. Spätestens jetzt solltet ihr mit euren Startsoldaten die Feuerspeier zerstören. Das könnt ihr theoretisch direkt zu Beginn tun, es kann sich aber lohnen, auf etwas höhere Kampfkraft zu warten. Sobald die Fähre eure Bucht erreicht, habt ihr gewonnen. Später habe ich noch gemerkt, dass beim blauen Spieler Nahrung in den Wäldern liegt. Theoretisch könntet ihr also auch auf Militär gehen und versuchen, diese Siedlung zu erobern. Ich glaube aber leider trotzdem nicht, dass es möglich ist, den ersten Botschafter zu retten und trotzdem zu gewinnen, was etwas schade ist.